Viele, die diese Krankheit hatten, sind wieder gesund geworden. Und die Haare, sagte meine Mutter, die Haare wachsen dann wieder. Aber du musst mir versprechen, dass du das den beiden nicht erzählst. Gisela will das nicht und Peter auch nicht. Hast du verstanden? Ich nickte nochmal. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher und es gibt ein Jetzt. Das Jetzt war die Küche und das zischende Bügeleisen und meine rauchende Mutter mit den Tränen in den Augen und der Sonnenstreifen, der durchs Fenster auf den Küchentisch fiel. Das Jetzt war der Augenblick, in dem ich mir wünschte, ich hätte nie gefragt. Sei doch nicht immer so neugierig. Das müssen Kinder nicht wissen, das geht dich nichts an. Das wirst du noch früh genug erfahren. Das Jetzt war der Augenblick, in dem ich mir wünschte, wieder ein kleines Kind zu sein. Auf dem Schoß meiner Mutter einschlafen oder ein Bett auf zwei Stühlen haben in der Küche meiner Großmutter. Die Großen sitzen am Tisch und erzählen von früher, die weißt du noch, Geschichten. Wie der dicke Onkel Ewald die kleine goldene Violine vom Weihnachtsbaum gestohlen hat und bei der Bescherung nur Stroh auf seinem Teller lag. Nur Stroh.